Hallo und herzlich willkommen zum Red Rage Gaming Crew Channel. Mein Name ist Dan. Und heute geht's um Weihnachtsspecials in Red Dead Online. Da gibt's nämlich ein paar lustige neue Infos. Und wir starten jetzt mal direkt. Auf geht's! Ja, da sind wir wieder zurück in Red Dead Online. Es gibt spannende News an diesem Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt die Hälfte der Woche super rumgekriegt. Mich würde es sehr freuen, wenn bald Wochenende ist. Ich glaube, ihr seht das auch so, oder? Schreibt mir das mal unten runter, falls euch das hier gefällt. Wie gesagt, Abo da lassen, Glocke klicken, würde mich sehr freuen. Wir machen jetzt mal los hier. Also, Red Dead Online hat demnächst ein paar Neuerungen am Start, und zwar den neuen Outlaw Pass und die Moonshiner DLC-Geschichte. Aber hier, Dataminer haben diesen lustigen String gefunden in der Software auf dem PC. Und zwar bewirkt das wahrscheinlich hier diese lustige Schneefall-Animation in der gesamten Spielwelt. Und der Schnee bleibt liegen auf dem Charakter, sieht ganz cool aus, bleibt halt auch in der Landschaft liegen, denke ich mal. Leider gibt es nur diesen einen Screenshot bei Twitter und diesen einen String-Eintrag. Ist ein bisschen wenig, aber es ist halt extra Xmas drin erwähnt in diesem Ding. Von daher könnte das durchaus sein, dass die Map halt an Weihnachten ein bisschen Schnee enthält. Was halt dafür spricht, ist halt, dass in GTA Online im Multiplayer-Modus von GTA 5 hat Rockstar halt vor Jahren schon da im Winter an Weihnachten und Neujahr gestartet, und passend zu den Festtagen färben sich da die Straßen von Los Santos auch weiß, fallen halt Schneeflocken nach vom Himmel, ne? Macht halt Sinn. Und das fände ich geil. In den Büros der Spieler werden bei GTA 5 quasi auch dann, oder GTA Online, dann Weihnachtsbäume aufgestellt, und halt, warum nicht auch so eine Nummer im Wilden Westen machen? Wäre doch cool. Ich fände das richtig gut. Schreibt mir mal unten drunter, was ihr davon haltet. Ich finde, das ist eine nette Sache, ne? Und wenn das halbwegs gut umgesetzt ist, warum nicht? Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ganz ehrlich, nee, da bin ich schon in Weihnachtsstimmung. Das ist ziemlich geil. Dazu kommt halt auch noch der Moonshine DLC, was halt ziemlich cool ist. Da freue ich mich auch drauf. Und ja, ich weiß gar nicht. Also bisher läuft es eigentlich ganz gut in Red Dead Online. Ganz im Gegensatz zu The Division. Dazu schaut euch mal das Video von gestern an. Habe ich mal kurz zusammengefasst. Das ist im Moment tot. Ne? Sollte Rockstar halt so ein Weihnachtsevent hier starten, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass da so eine Schneemap und halt Geschenke für Spieler am Start sind, denke ich mal. Vielleicht gibt es auch spezielle Missionen oder kosmetische Gegenstände, die mit den Festtagen zu tun haben. Cowboy-Weihnachtshut-Mützen-Mischmasch? Ich weiß es nicht, aber ich fände es ziemlich witzig. Das hätte was. Letztes Jahr gab es halt in Red Dead Online auch ein dezentes Weihnachtsupdate mit ein bisschen Weihnachtsmusik. Fände ich auch nett. Hätte was. Warum nicht? Ne? Stille Nacht, leise rieselt der Schnee. Weiß ich nicht. Wär ziemlich witzig. Ja, das war's eigentlich auch schon für heute. Kleine News, aber interessante News. Da sind wir auch schon wieder am Ende. Ich sag euch danke fürs Zuschauen. Richtig schön, dass ihr hier auf unserem Kanal seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, klickt doch mal links auf Abo, gibt's hier. Und auf rechts gibt's noch mehr coole Videos für euch mit mir, dem Dan und den anderen Leuten vom Red Rage Gaming Crew Channel. Und ich kann nur noch sagen, bis denn, euer Dan.